Skorpion, Flower Power Energie oder knallharte Entscheidungen, okay? Was ist am Start, Skorpion, November 2023? Leute, denkt dran, ihr habt immer die Möglichkeit, eure Energiefrequenzen zu verändern. Es ist nicht schmusi-busi, aber manchmal bedarf es auch wirklich einer kleinen Umstrukturierung. Und hier haben wir schon Stier, Jungfrau, Steinbock. Skorpion hängt einige von euch, natürlich nicht alle, immer noch in dieser Erdenergie fest. Zwilling, Waage, Wassermann, für die anderen auch schon wieder, okay? Ah, Krebs, Fische, Skorpione, deine eigene Energie ist hier auch sehr markant. Leute, und zu guter Letzt die Karte vom Mond, wo es darum geht, diese Sachen, die entweder okkult sind, geheim sind, versteckt sind, ja, diese Gedankenkarusselle, die dich immer wieder in ein Loch führen könnten, ja, diese schlaflosen Nächte, die Einflüsse von dir, die Einflüsse von diesen ganzen Negativitäten, die sich ansammeln oder ansammeln werden, okay, oder ansammeln können, zeigt uns auf, dass Skorpion eine ganze Reihe von Situationen nochmal leben könnte. Es sei denn, du änderst das natürlich, du hast die Kapazität, du hast die Fähigkeit, ja, dir macht keiner was vor, aber selber kannst du dir manchmal echt wirklich das Beinchen 50 Mal hintereinander stellen. Ich sage dir in meinen Legungen, immer, immer negative Sachen, wenn die Karten es sehen, damit du auf dich einstimmen kannst, die ändern kannst, okay, nicht bis ans Ultimo gehst. Und die geilen Geschichten, auch so wie die Karten es sagen. Teile meine Videos auch, okay? Like, wenn du möchtest, abonniere sie auch. Aber wichtig ist immer, der Inhalt ist für deine Bewusstseinsebene, aber auch für dein Unterbewusstsein, gerade für die ältere Generation, nochmal in eine andere Frequenz zu kommen. So, wir haben also hier, die Vergangenheit heißt, gestern hattest du vielleicht ein Liebeserlebnis mit einem Stier, mit einem Jungfraugeborenen oder mit einem Steinbock, ist nur ein Beispiel, ja. Heute bist du auf einmal mit einem Zwilling irgendwie in der Diskussion, Arbeitskollege, ja, Kind, wer auch immer. Dann auf einmal schwebst du in Erinnerungen, ja, wie schön es ist zu lieben, wie schön es ist in einer Partnerschaft zu sein, Erinnerungen aus der Kindheit, aber nichts, was dich weiterbringen wird. Das heißt, ja, zuhören, ganz kurz für die, die sagen, ich bin überfordert. Im Monat November wirst du, ja, wenn du in einer Dreieckskiste bist zum Beispiel, ja, oder wenn du dich mit jemandem treffen möchtest und du stehst zwischen zwei Stühlen, den Ex-Partner, den neuen Partner, das alte Arbeitsklima, das neue Arbeitsklima, ja, die alte Klamotte immer zu tragen oder was Neues zu kaufen, wenn du hin und her gerissen bist, zwischen das, was die Realität ist, wo du die Beine auf dem Boden hast, das repräsentiert der König der Münzen, und das, was dein Kopf dir sagt, eine Illusion, eine, ja, Veränderung, die aber nicht gesund ist, wenn du in einer zweifelhaften Energie sein wirst, im Monat November, egal an welchem Punkt, ja, und wenn es nun darum geht, mache ich mir einen Kakao oder trinke ich mir einen Kaffee, alles, was mit Entscheidungen zu tun hat, denke an diese Legung zurück, nehme dir 2 Minuten, eine Auszeit, ja, wenn du die Augen schließen kannst, mach das und denke nicht drüber nach nur, sondern finde heraus, wenn du die neue Situation nimmst, wo du aber kein gutes Bauchgefühl hast, ja, was wirst du dafür tun müssen, was bist du bereit dafür zu opfern, wo bringen dich die Sachen hin? Wenn ich mir ein pinkes T-Shirt kaufen möchte und ich habe ein gelbes in der Hand, überlege ich, alter Alena, ja, rosa, pink ist deine Lieblingsgeschichte, deine Lieblingsfarbe mitunter. Was willst du aussehen wie Biene Maja mit 49 Jahren? Ja, okay, pink ist auch lächerlich, aber das ist mehr deine Seele, ja. Und gelb ist auch eine geile Energie in mir, aber ich mag einfach lieber dieses Rosane, dieses Mädchenhafte, weil straight bin ich ohne Ende. Also darf ich auch manchmal, ja, mein inneres Kind die Befriedigung geben mit etwas Rosanem. Das heißt, ich gehe dann sofort hin und sage, ja, ich könnte vielleicht was Gelbes ausprobieren, aber ich weiß, es macht keinen Sinn. Ja, der T-Shirt wird im Schrank vergammeln. Das meine ich damit, ja. Jemand, der mit dir finanziell in Verbindung stehen kann und wird, ja, jetzt schon und im Monat November, es werden gute Gespräche führen, Gehaltserhöhungen vielleicht, ja, oder halt einfach Thematiken, die finanziell zu tun haben, die sehr gut ausgehen werden, okay? Solltest du etwas mit Schulden zu tun haben, solltest du etwas mit Trennung zu tun haben, wo es um Immobilien geht, klare Verhältnisse,
Und wenn du einen kleinen Verlust machen solltest, Skorpion, ist nicht schlimm, ja, aber es ist wichtig, dass du das angehst. Wenn du mit einem Menschen zu tun hast, ja, der sehr starrsinnig ist, so wie du manchmal sein kannst, der nachtragend ist, so wie du manchmal sein kannst, aber trotzdem dir irgendwie ein Flow signalisiert, der Empathie, der Menschlichkeit, überprüfe, was für ein Haken auch dahinter ist, ja. Es kommt ein Mann in deinem Leben, es ist vielleicht schon ein Mensch in deinem Leben, gerade ein Mann, der sehr viel fordert, ja, oder du bist im Moment oder im Monat November sehr darauf erpicht, etwas zu klären und überforderst dich, kann es auch manchmal extrem kalt sein, okay, aber du versuchst deinen Kopf auf allen Wegen umzusetzen. Skorpion, der Stachel wird dir gezogen werden im Monat November, du bist eine geile Flow-Energie, aber manchmal ist es zu krass. Denk mal drüber nach, ja, was für eine Verbindung du hast, mit wem möchtest du eine Verbindung eingehen, auch mit Kunden, ja, auch mit Geschwistern, auch mit Leuten, die du einfach nur im Park triffst, wie reagierst du an der Kasse, ja, also der Monat November soll dir einfach nur zeigen, dass die Entscheidung, die du immer wieder zu treffen hast, ja, du wirst immer wieder vor einer verkackten Wegskreuzung sein, um eine Entscheidung zu treffen. Egal, ob du körperliche Gebrechen hast, egal, ob du emotionale Gebrechen hast, ja, egal, ob irgendwas in deinem System nicht rund läuft. Alles hat eine Klärung, sofern du immer wieder, ich sag's dir 100-mal gerne, bereit bist, nach innen zu gucken, aus der Ehrlichkeit heraus, aus der Bewusstseinsebene heraus, aus der Hellsichtigkeit, aus der Feinfühligkeit, die du als mega geiler Skorpion, und dafür feiere ich dich, ja, in meiner Familie haben wir auch Skorpione, die nicht einfach sind, aber trotzdem ihre geilen Seiten haben. Ich feiere dich, weil egal wie schwer eine Welle wird, egal wie hart es kommt, ja, Skorpion jürzt eine Runde und dann klickt der Schalter um und wir gehen wieder nach vorne, ja. Skorpion, generell ist es so, dass wenn wir Verbindungen haben, die auf Seelenebene bestehen, wenn wir Verbindungen haben mit unseren Kindern, ja, die sehr innig sind, die wir lange gestillt haben vielleicht auch, wenn wir Verbindungen haben zum Universum, zu Situationen, zu Menschen, zu uns selber, die uns immer wieder zeigen, wie schön es ist, genau in diesem Moment an diesem Ort zu sein, ist es schwer, einen Cut zu machen, aber hier haben wir es schon, ja. Ich sag noch, es ist schwer. Einige Skorpione werdet ihr im Monat November, ich sag euch erstmal die negativen Sachen, ja, wirklich zwischen zwei Menschen entscheiden müssen, in der Liebe, in der Partnerschaft, zwischen zwei Berufswegen, ja, zwischen diesen Familienangehörigen, die halt Problematik sind, aber auch Todesfälle, die ihr gelebt habt, nochmal zu verarbeiten, ja. Aber es gibt auch Situationen im Monat November, wo eine Ballastsituation nicht mehr weitergeführt werden kann und du ziehst hier eine Grenze. Scheidungen, Unterschriften, finanzielle Geschichten, Arbeitsthematiken werden sehr markant sein im Monat November, aber Skorpion kann es wieder in eine wundervolle Ordnung bringen, so wie es für dich stimmig ist. Die geilen Sachen ist, wir haben Skorpione, die Grenzen setzen der Familie, Grenzen setzen dieser Dreiecksgeschichte, Grenzen setzen allen Überforderungen, allen Ballastsituationen, ja, Grenzen setzen, wo die sagen, ich habe keine Böcke mehr darauf, ja, in diesem Kakao zu leben. Die stellen sich der Situation, die stellen sich den Menschen und dann öffnet sich die wundervolle Mini-Playback-Türe, ja, und Skorpion erhält auf einmal wundervolle Überraschungen und Skorpion denkt, Moment, Honey, das geht mir zu schnell, ja, ich muss erstmal gucken, wo der Hase langläuft. Und dann kommt Skorpion nochmal in eine Schutzenergie, aber wir haben hier wirklich einen Skorpion, der verhindern dürfte, sollte, könnte im Monat November, ja, in Probleme zu kommen, auf emotionaler Ebene, durch Dreieckskisten, ja, durch Untreue, durch immer wieder auf die gleichen Ottos reinzufallen. Also du sollst wirklich verhindern, diesen Skorpionstachel rauszukacken, aber wenn es wichtig ist, dich natürlich auch zu beschützen, ja. Was auch wichtig ist, ist für Skorpion, es gibt Wegweiser, ja, es gibt spirituelle Gurus nennen die sich auch noch, ja, also wirklich Wegweiser, Therapeuten, ja, es gibt wirklich sehr gute Situationsgeschichten, wo man dir raten kann, geh doch mal dorthin, da wirst du wirklich beraten, also es gibt wirklich gute Beratungsstellen, ja.
in meinen privaten Legungen, die tausendmal intensiver sind, wie das bisschen, was ihr von mir hier nur sehen könnt, ja. Meine zielorientierten Therapien, die ich schon wirklich seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten praktiziere und immer noch am Praktizieren bin, gehen 2 Stunden, aber holen dir den ganzen Kakao aus deinem System raus, okay? Buch mit mir eine Legung, 30 Minuten, 60 Minuten, 2 Stunden, Lattewurst, Notfall-Express-Legungen, schreib mich an und du bekommst am selben Tag noch einen Termin, wenn ich das spüre, Skorpion, ja? Und ich rate dir, mach davon Gebrauch wie ganz viele andere Menschen, weil das ist meine Mission auf Erden. Es kommt zu einer Versöhnung allgemein, ja, aber auch gerade in der Liebe. Es kommt auch zu einer finanziellen Klärung, ganz wichtig, ja, egal ob durch Trennung oder wie auch immer. Und die finanzielle Klärung heißt auch die Harmonie für unseren Skorpionen. Es ist aber wichtig, nochmal, Skorpion, sei nicht in einer Abhängigkeit, gehe nicht in einer Abhängigkeit, bleibe nicht in einer Abhängigkeit. Die verflossene Liebe, dieser Herzensmensch oder dieser Moment, ja, wo du an jemanden denkst, der dich so berührt hat, hat Vor- und Nachteile. Es kommt zu einer Versöhnung, es kommt zu einer zweiten, dritten, vierten Chance, auch in Ex-Partner-Geschichten. Aber es ist wichtig zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, ist es Liebe oder ist es einfach nur eine Abhängigkeit. Es kommt aber eine neue Liebesgeschichte für Skorpion, ja, was wir anfangs schon gesehen haben, nochmal ins Rennen, ob mit deinem Partner, deiner Partnerin oder halt nach einer Trennung und es kommen 2 weitere Energien nochmal in dein Leben. Du wirst wirklich auf die Probe gestellt, möchtest du einen Flirt oder möchtest du mehr haben, okay? Wie weit bist du ehrlich zu dir und wie weit bist du nicht ehrlich zu dir? Also wir haben hier wirklich eine gefühlstechnische Energie, wo ich sage, alter Schwede, Skorpion, es geht nicht um das Geld, es geht nicht um die Arbeit, es geht nicht um die Spiritualität, es geht nicht um die Hund, ja, ob der Hund zum Arzt geht, es geht nicht um diese ganzen Außensachen, es geht um dich, um deine Ehrlichkeit, um deine Freiheit, um deine Ruhe, um deine Abhängigkeit oder auch um deine Bewusstseinsebene, ja, mit allen Wassern gewaschen zu sein. Und hier wie der König der Schwerter, kontrolliert, diszipliniert, kaltherzig manchmal, wenn es wichtig ist, okay, aber gezielt eine Situation anzugehen und zu beenden. Und dann gleichermaßen wieder, Skorpion, auf den Boden zu kommen, ja, und zu sagen, Hallihallo, hier bin ich wieder und lasst uns Party machen. Das heißt, deine Situation im Monat November wird schwankend sein zwischen Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt, aber auf der anderen Seite, ja, haben wir einen Skorpion, der sich dieses Spiel nicht lange angucken wird und wird sagen, ha, mir reicht es, ich mache jetzt hier mein Ding, ja, und ich sage dir gerade noch, und das ist eine Pornokarte, ja, ich bin überhaben alle diesen ganzen Geschichten, ja, es ist mir Lattewurst, was kütt, ich bin der, der ich bin die, die ich bin und ich mache jetzt mein Ding. Ab nach vorne, Skorpion, es ist völlig korrekt so, ja, du hast den Mut, du hast den Nerv, du hast die Kraft, du hast das Recht zu schwanken wie ein Otto, wenn du das möchtest, aber du hast genauso gut auch das Recht, okay, jede Veränderung anzunehmen und zu sagen, yes, hier bin ich, weil ich bin der, ich bin. Ich sag's dir, Skorpion, ich bin gespannt auf deine Kommentare. Denk dran, schreib mich an und ich wünsche dir alles Liebe. Bis dahin. Bye.